Ja, hallo und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich muss die schöne Einführung gleich korrigieren. Ich bin leider überhaupt keine Praktikerin. Ich habe keine Ahnung von den Dingen, von denen ich spreche. Jedenfalls nicht in einem praktischen Sinne, sondern ich würde sagen, ich bin eher die Empirikerin. Also nach Frau Huberts tollem Vortrag verlassen wir jetzt nämlich mit meinem Vortrag tatsächlich den Bereich der systemischen oder ökonomischen Denkmodelle und widmen uns der komplexen Empirie der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Beginnen möchte ich mit einem Zitat. Die Zukunft der Städte liegt darin, dass wir überlegen, was kann die Stadt selber an Energie produzieren, was kann sie an Nahrungsmitteln produzieren. Das sind die großen Herausforderungen für die Zukunft. Und jetzt denken Sie vielleicht, dieses Zitat stammt vom Postwachstumsökonom Nico Pech. Das ist aber nicht der Fall. Es stammt nämlich vom Geschäftsführer der Internationalen Bauausstellung in Hamburg, Uli Hellweg nämlich, ein Stadtplaner. Und er meint, dass sich die Stadtplanung nicht nur verabschieden muss vom funktionalen, also vom klassischen Paradigma der funktionalen Trennung von Wohnen, Freizeit und Arbeit auf der einen Seite, sondern auch von der Vorstellung von einer Stadt, die lediglich Importeur von Energie, Nahrungsmitteln und Waren aus aller Welt ist. Hellweg postuliert stattdessen eine Urbanitas, die sich über Kreislaufwirtschaft und Selbstversorgung definiert. Begriffe, die wir bislang eher im Kontext einer, zumindest in unseren Wohlstandsgesellschaften, längst überwunden geglaubten kleinbäuerlichen Landwirtschaft kannten. In Hamburg-Wilhelmsburg werden sie gerade städtebauliche Realität. Eine Stadt zu denken, die sich auch über die Grundlagen ihrer Existenz definiert und die Kosten von Produktion und Konsum nicht externalisiert, wie Ökonomen sagen, sondern sie weitestgehend gar nicht erst entstehen lassen will, das verweist tatsächlich auf einen grundlegenden Paradigmenwechsel, der sich vielerorts bereits manifestiert. Die großen Städte erweisen sich weltweit als Schrittmacher dieses Wandels. Sie werden von Konsumenten zu Koproduzenten. Und damit reagieren sie im Vergleich zu Nationalstaaten oder supranationalstaatlichen Gebilden sehr viel schneller und sensibler auf die Anforderungen des Klimawandels, wie Benjamin Barber zum Beispiel in seinem Buch schreibt. Wenn Bürgermeister die Welt regieren würden, würde sehr viel schneller gehandelt und sehr viel effektiver. Und sie reagieren auch auf die zu erwartende Verknappung von fossilen Energien und Rohstoffen. Die fordistische Stadt hat sich definitiv überlebt. Heute muss die Stadt nicht nur dem Klimawandel begegnen, sondern auch Antworten auf wachsende Migrationsbewegungen geben. Und sie muss den Bedürfnissen jüngerer Generationen quasi mit postindustriellen Mentalitäten gerecht werden. Die Stadt wird damit zum dynamischen Schauplatz eines neuen Urbanismus. Ein markantes Beispiel dafür ist der Plan YC for a greener, greater New York. Der Paradigmenwechsel in der Stadtplanung reagiert in New York besonders auf bedrohliche Szenarien des Klimawandels, der die stark wachsende Küstenstadt ausgesetzt ist. Sie vernetzte ihre Grünflächen komplett, begrünte stillgelegte Bahntrassen, erhöhte die Energieeffizienz der Gebäude, vervielfachte die Zahl der Radwege und Parks innerhalb der letzten Jahre und unterstützt auch nach wie vor die immerhin noch 600 Community Gardens, die es auf New Yorker Stadtgebiet gibt. Es waren mal 1200 vor der Kapitalisierung des Bodens, also vor dem Hype, den es gegeben hat. Außerdem hat New York 1 Million Bäume gepflanzt im Stadtgebiet und sie ermöglicht urbane Landwirtschaft auf Flachdächern. Und dieser umfangreiche Aktionsplan dient eben nicht nur dem Schutz vor erwarteten Fluten. Das Wasser kann dann ablaufen. Ist ja, wie gesagt, die rechnen einfach mit großen Flutwellen durch den Klimawandel, sondern dient, und das sagen auch die Akteure aus der Stadtverwaltung selber immer wieder, explizit auch dem Wohl der zahlreichen Wildtiere, die in den Großstädten heimisch geworden sind, die in die Großstädte ziehen, überall auf der Welt, weil sie in den ausgeräumten Agrarlandschaften nicht mehr genug zu fressen finden. Und parallel zu den planerischen und institutionellen Konzepten des Neudenkens entstehen eben, und damit komme ich jetzt zum eigentlichen Thema,
in den Laboratorien der Zivilgesellschaft bereits seit geraumer Zeit ebenfalls Formen postindustrieller Produktivität. Repair-Cafés, Gemeinschaftsgärten, Fab Labs, Knit Nights, Makerspaces, Strickmops, offene Werkstätten und viele weitere Räume und Formen des Do-it-yourself. Sie alle entwerfen mit ihren Kulturen des Selbermachens, des Commoning und der Reetablierung von Nahbezügen neue Bilder von Urbanität und sie reflektieren auch erste Konturen einer grünen, inklusiven und kooperativen Stadtgesellschaft. Besonders prominent ist derzeit die urbane Gartenbewegung. In den urbanen Gemeinschaftsgärten wird eben nicht nur Gemüse angebaut, sondern auch ein Zugang zum guten Leben sowie zu solidarischen Lebensformen gesucht. Die Akteure bauen aus Europaletten und anderen Zivilisationsüberschüssen grüne Orte mitten in der Stadt, beleben die Nachbarschaft, essen zusammen und sie reklamieren den öffentlichen Raum für neue Formen der Nutzung. Man kann auch sagen, sie gestalten im Rahmen einer Care- und Share-Economy innerstädtische Naturerfahrungsräume sowie Freiräume für menschliche und nichtmenschliche Stadtbewohnerinnen. Im Fokus der gemeinschaftlichen Aktivitäten stehen unerwartete räumliche Konstellationen und auch Kohabitationen von Pflanzen, Tieren und Menschen, ebenso wie die Öffnung von Design- und Schaltplänen, das Hacken von Dingen und auch das Hacken von Räumen. Und mit jeder dieser Interventionen erfährt die Stadt als ein technisch regierter Ort des Konsums, des Investment und des motorisierten Individualverkehrs eine Unterbrechung und erfährt einen Impuls in eine andere Richtung. Zunächst mal irritieren die eigenwilligen Ästhetiken des informellen Gärtnerns viele Sehgewohnheiten. Nicht selten steht man auf einer innerstädtischen Brachfläche und fragt sich, was ist das jetzt hier? Ist das ein temporärer Sammelplatz für Gummireifen, Wasserbehälter, Jungpflanzen? Bisweilen findet man auch abgecycelte Industrieplanen oder eine offene Werkstatt unter freiem Himmel? Oder ist es eben doch ein Garten? Sie sehen hier den Gemeinschaftsgarten Obpflanzt ist in München, unweit des Olympiageländes und komplett aus gebrauchten Materialien oder vorhandenen Materialien aufgebaut. Klar ist zunächst nur eins, diese Orte, in denen sich Fragmente aus ganz unterschiedlichen Kontexten wild mischen, hat man bislang zumindest in Zentraleuropa noch nicht gesehen. Ein bepflanztes Einkaufswagenensemble in München, ein nostalgischer italienischer Eiswagen als Gartencafé neben einer aus Althölzern gezimmerten Outdoor-Küche in Leipzig. Ebenfalls eine selbstgezimmerte Küche in München oder der Färbergarten auf dem Dach der Neukölln-Arkaden in Berlin an der Karl-Marx-Straße oder kaum weniger spektakulär Palettenbeete auf roter Tennisplatzerde auf dem Gelände einer ehemaligen Kölner Brauerei. Gärtner sind mit ihren Upcycling-Praxen perfekt an die Wegwerfmentalitäten in urbanen Räumen angepasst. Die Bricolage aus Transportmitteln, Kisten, Stauden, Brettern, Gehölzen, Tüten, Kübeln und Fässern, diese Bricolage gibt einen bewusst ins Bild gesetzten Kommentar auf die sich verabschiedende Epoche der Industriemoderne. Was genau sind Urban Gardening Projekte? Wir fassen darunter urbane Gärten neuen Typs. Gärten also, die nicht nach einem Refugium jenseits der lauten Stadt suchen, wie die für die Epoche der Industriemoderne so typischen Kleingärten es tun. Vielmehr wollen die Protagonisten der neuen Gärten mit der Stadt, mit der umgebenden Nachbarschaft kommunizieren und eigene Beiträge zu einer nachhaltigen Quartiersentwicklung leisten. Der historische Vorläufer des urbanen Gemeinschaftsgartens ist darum auch nicht der Kleingarten, der eindeutig in der Kontinuität einer industriegesellschaftlichen Kolonisierung der Natur steht, auf Kante geschnittene Hecken, großzügiger Einsatz von Pestiziden und so weiter. Der Gemeinschaftsgarten des neuen Typs bricht mit diesen Herrschaftstechniken.
Darüber hinaus bedarf er geradezu des verdichteten urbanen Umfeldes, bedarf vor allem des öffentlichen Raums, zu dem er sich in Beziehung setzt und den er neu verhandeln möchte. Wir haben es hier mit sehr eigenen Formen der urbanen Intervention und der Aneignung zu tun, die mittels der eigenen Praxis und Ästhetik permanent für eine Renaturierung der Stadt plädieren. Der Gemeinschaftsgarten in seiner spezifischen Form als Hybrid zwischen bäuerlicher Subsistenz und urbaner Hipness steht dabei im Fokus einer neuen politischen Praxis. Der Ort selbst ist die Botschaft. In ihm taucht eine oder scheint eine konkrete Utopie auf und damit ist er zugleich selbst bereits Ausdruck gesellschaftlicher Transformation. Man könnte auch sagen, hier wird mit der normativen Kraft des Faktischen gearbeitet. Es werden öffentlich begehbare Tatsachen geschaffen, die vielleicht noch nicht von der Rechtsordnung anerkannt werden, die jedoch von der politischen Ordnung durchaus wahrgenommen werden und dort die Routinen erst einmal stören. Derweil ist der Garten, das ist auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof in Berlin, der Gemeinschaftsgarten Allmende-Kontor, derweil ist er Basisstation eines, man kann sagen, geerdeten Standpunkts, von dem aus man auf einer entschieden praxisgesättigten Ebene mitreden kann, bei Themen wie der Privatisierung des öffentlichen Raums, der globalisierten Lebensmittelproduktion, der bäuerlichen Landwirtschaft, der Biodiversität, der Regionalisierung, der Nahrungsmittelproduktion und der Welternährung. Die neue urbane Gartenbewegung ist definitiv eine auf neue Weise politische Umweltbewegung. Sie verweist auf einen anderen Zustand der Welt, der sich bereits an verschiedenen Orten manifestiert. Die in manchen Medienberichten angebotene Lesart, nicht hier, aber in anderen, beim urbanen Gärtnern handele es sich um eine verklärende Romantisierung des Landes vom sicheren Hafen der Stadt aus, weist jedenfalls in die Irre. Man will keineswegs zurück in eine Vormoderne. Vielmehr geht es um das Experimentieren mit anderen, mit reduktiven Formen der Moderne, einer Moderne, die durchaus in der Kontinuität der Aufklärung steht, die also keine selbstverschuldete Unmündigkeit duldet, die aber zugleich auch das Ausschließen der Natur aus der Kultur und damit die dualistische Trennung beider Sphären praktisch beendet. Und auch hier liegt wieder die Betonung auf praktisch. Natur ist für diese Akteure selbstverständlicher und integraler Bestandteil der Urbanitas. Sie wollen sich nicht nur wohlfühlen in einer grünen Stadt, sie haben auch erkannt, wie existenziell lokale Stoff- und Energiekreisläufe für eine zukunftsfähige Stadtentwicklung sind und dass nur über die Renaturierung unserer Städte eine nachhaltige Umgestaltung der urbanisierten Gesellschaften möglich wird. Das bedeutet konkret, sie geben Antworten. Und zwar geben sie Antworten auf zentrale Problemlagen und Themen unserer Zeit. Auf die zunehmende Beschleunigung antwortet man mit dem sich Einlassen auf Wachstumsprozesse in der Natur, also mit der Dehnung von Zeit. War das Bild jetzt gerade doppelt? Nein. Auf urbane Verdichtung und fehlende Grünräume antwortet man mit Begrünung. Auf Vereinzelung antwortet man mit gemeinsam Tätigsein. Auf die Privatisierung und Ökonomisierung aller Lebensbereiche antwortet man mit Teilen und Tauschen. Auf die Verwerfung der industriellen Landwirtschaft antwortet man mit dem Erproben von vegetarischen bzw. veganen Lebensstilen. Auf die Sortenarmut in den Supermärkten antwortet man mit dem Anbau samenfester Sorten. Auf eigene Unkenntnis und Ahnungslosigkeit antwortet man mit der Wiederentdeckung des Handwerks. Das heißt, man sucht nach allen Seiten hin nach fruchtbaren Anschlüssen. Man sucht nach einer Stadt, die die wahren Kosten, die ökologischen und die sozialen Kosten ihrer Existenz tatsächlich auch auf die Rechnung schreibt. Die ökologische Wahrheit abzubilden, muss aber keineswegs nach Verzichtsethik aussehen. Wenn städtische Gemüsegärten mehr an Installationen aus Bäckerkisten, Palettenbeeten und Milchtüten als an Landwirtschaft erinnern und zudem noch an ungewohnten Orten
wie Parkgaragendächern betrieben werden, dann hat man es eben mit einer nach wie vor ungewöhnlichen Freiflächenbespielung zu tun. Sie taucht in Deutschland erstmals Mitte der 90er Jahre mit den internationalen Gärten Göttingen auf. In diesem interkulturellen Gartenprojekt ging es erstmals darum, über das Medium des gemeinschaftlichen Gärtnerns gesellschaftliche Themen zu bearbeiten. In diesem Fall einen ressourcenorientierten Ansatz zu erproben, der das landwirtschaftlich-ökologische Wissen, das viele Migranten mitbringen und für das sich hier in der Regel niemand interessiert, dieses Wissen also fruchtbar zu machen für lokale Nachhaltigkeitsprozesse. Interkulturelle Gärten haben in den letzten Jahren sehr viel Resonanz erzeugt. Heute sind mehr als 200 Gärten im Netzwerk Interkulturelle Gärten, was von der Anstiftung koordiniert wird, aktiv. Also nur die interkulturellen Gärten. Anfang, Mitte der Nullerjahre tauchten dann in großen Städten Nachbarschafts- und Kiezgärten auf. 2009 trat dann der Prinzessinnengarten, von dem sicherlich alle schon mal gehört haben, mit dem Prinzip des nomadischen Gärtnerns in mobilen Behältnissen auf Zwischennutzungsflächen an. Trägerverein heißt Nomadisch Grün. Mit dieser scheinbar paradoxen Intervention erreichte die 6000 Quadratmeter große Brachfläche am Kreuzberger Moritzplatz große mediale Aufmerksamkeit, die er, wie viele der in den letzten Jahren entstandenen urbanen Gartenprojekte, geschickt zu moderieren weiß. Diese Akteure wissen, dass sie nur wahrgenommen werden, wenn sie Bilder produzieren. Sie verstehen, dass in einer Mediengesellschaft erst über die Repräsentanz ihrer Projekte in Medien die Existenz der Projekte positiv bestätigt wird. Mit Niklas Luhmann heißt das, Zitat, was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir über die Massenmedien. Der Prinzessinnengarten selbst versteht sich auch als eine soziale, ökologische und partizipative Landwirtschaft in der Stadt. Menschen aus unterschiedlichen Generationen, Kulturen und Milieus können hier, wie in weiteren Hunderten von neuen urbanen Gartenprojekten, lokales Biogemüse anbauen, zusammen essen und imkern. Die Gründer des Prinzessinnengartens verstehen sich als gärtnerische Dilettanten. Und sie sagen, dass sie ihre Fläche ganz bewusst nicht beackern, sondern kuratieren. Dass sie keinen Masterplan haben, wie ein Landschaftsarchitekt, sondern einen offenen Prozess gestalten. Und damit adressierte das Projekt von Anfang an eine Kohorte, die kaum weiter entfernt sein könnte von Garten- und Landwirtschaftsinteressierten. Maßgeblich verantwortlich für das unerwartete Interesse der sogenannten Hipster ist sicherlich der hybride und anregende Charakter des Unfertigen, der diese Orte kennzeichnet. Hier spielt Upcycling eine zentrale Rolle. Dieses Bild ist übrigens vom Gemeinschaftsgarten Anna Linde in Leipzig. Upcycling bedeutet, Dinge wieder in Wert zu setzen, wie jetzt hier diesen Wagen, die gemäß der industriellen Logik verbraucht und wertlos sind, kaputt, wertlos, nicht mehr zu gebrauchen. Und zwar ohne, dass Geld fließt und meistens ohne, dass besonders viel Energie in die Umschichtungsprozesse fließt. Was für andere Zivilisationsmüll ist, wird hier zu Gebrauchsgegenständen umgebaut. Und dies geschieht durchaus auch mit größeren Gebilden. Auf diesem Bild sehen Sie zum Beispiel einen geschenkten Container aus dem Hamburger Hafen, der im Prinzessinnengarten nun als Restaurantküche dient. Man sieht im bereits vorhandenen Material verheißungsvolle Ausgangspunkte für kreative Neuschöpfungen. Hier zum Beispiel eine Lampenkonstruktion aus Senfeimern. Hier liegt die Idee zugrunde, von allem ist genug vorhanden. Man muss nur die Potenziale der Dinge erkennen, die in der Stadt im Überfluss frei verfügbar sind. Das bedeutet zugleich auch, dass man die Welt und ihre Möglichkeiten als Ort der Fülle begreift und gleichzeitig als ein unabgeschlossenes und darum auch zugängliches und formbares Projekt. In immer ausgefeilteren Produkten, in immer mehr Wachstum sehen die oftmals noch jungen Akteure wenig Sinn. Sie setzen auf Sichtung und Schließung und bauen die Welten, in denen sie leben, in aller Ruhe um. Die sogenannte Generation Y,
die nach 1980 geborene, technologieaffine, ökologisch sensibilisierte, hochgradig vernetzte, selbstbewusste und gut ausgebildete Bevölkerungskohorte ist in der Do-it-yourself-Bewegung überdurchschnittlich repräsentiert. Die Millennials, wie sie auch genannt werden, haben nicht zuletzt im Internet Erfahrungen von Machbarkeit gesammelt und sind im Vergleich zu den Vorgängergenerationen der Nachkriegsjahrzehnte in demokratisierten Sozialitäten aufgewachsen. Familie, Schule und Web 2.0 vermitteln ihnen, dass vieles möglich, die Zukunft offen und sie selbst aufgefordert sind, gestaltend einzugreifen. Wirk- und Handlungsmacht ist die Erfahrung ihres Lebens, so sind sie aufgewachsen und so wollen sie auch arbeiten. Und so wollen sie auch die Stadt mitgestalten, in der sie leben. Das im Internet erlernte und praktizierte Teilen von Kenntnissen und das hieraus resultierende Welt- und Machbarkeitsverständnis migriert jetzt in die analogen Räume und wird zur Herausforderung in erster Linie für die etablierten Institutionen. Die Generation Y ist gegenüber Autoritäten und Hierarchien kritisch eingestellt und sie erkennt die alleinige Gestaltungsmacht, zum Beispiel der Stadtverwaltung und Stadtplanung, nicht an. Sie verlangt nach freiem Zugang und ihre ästhetischen Vorlieben schließen Hands-on-Lösungen explizit mit ein. Hier ein weiterer Container, der im Prinzessinnengarten als Gartenbar fungiert. Auch wenn eine Bar an Konsum erinnert, die Konsumentenrolle entspricht nicht dem Selbstbild der meisten DIY-Akteure. Sie sehen sich nicht primär als Konsumenten, sondern eher als Macher, Mixer, Finderinnen, Finder. Das heißt, man sucht, schürft, nimmt mit, verwendet, gibt weiter und dazu nimmt man sich die Freiheit zum Eingreifen. Mal bepflanzt man ohne Erlaubnis brachliegende Flächen oder Baumscheiben, mal wirft man Saatbomben in unwirtliches Gelände, mal übt man sich in vertikalen Formen der Begrünung, wie hier in München-Schwabing. Man sieht, der öffentliche Raum ist besetzt mit parkenden Autos, es gibt keinen Platz für einen Garten. Der kleine Garten sitzt in einem Hamsterkäfig, die vertikale Form zeigt. Man lässt sich was einfallen, man gibt Kommentare. Die Kommentare sind in der Regel freundlicher Natur. Und diese Form von Guerilla-Gardening trägt eben dazu bei, gewohnte Blicke zu durchkreuzen. Und genau damit öffnet sich der Blick auf die Stadt neu. Man sieht eine Stadt, in der mitgestaltet und mitbestimmt werden kann. Und Mitbestimmung wird aber nicht wie in den Vorgängergenerationen durch offensive Parolen gefordert. Die politischen Diskurse laufen nach dem dramatischen Scheitern der Großentwürfe von Gesellschaftsreform nicht mehr über das, was Lyotard große Erzählungen genannt hat. Sie setzen nicht mehr ausschließlich auf die Macht des Wortes, sondern vielmehr auf die Kraft der Zeichen. Und diese Zeichen werden sehr geschickt gesetzt. Deutlich wird in diesem Bild der Charakter des Aufbrechens und Umgestaltens. Brachflächen und No-Go-Areas werden in eigener Regie in freundliche Umgebungen verwandelt, wie hier auf dem Gartendeck in Hamburg-St. Pauli. In diesem Sinne sind Gärten Heterotopien des Urbanen. Für Michel Foucault sind Heterotopien Orte, Zitat, die sich allen anderen widersetzen und sie in gewisser Weise sogar auslöschen, ersetzen, neutralisieren oder reinigen sollen. Es sind gleichsam Gegenräume. Sie ermöglichen es uns, innerhalb der Gesellschaft aus ihr herauszutreten. Besonders offen zutage tritt diese Dimension in der Betonung der Mobilität, wie hier bei der Besiedlung einer Brache in Köln-Kalk, also hier auf der anderen Rheinseite. Die räumlichen Arrangements der Industriemoderne werden umgebaut, der Anbau ist nomadisch, man hält sich die Option offen, mit den Kisten und Behältnissen umzuziehen und andere Orte auf eine Weise zu bespielen, die die eigenen Vorstellungen von einem guten Leben öffentlich manifestiert. Die Umzüge erfolgen allerdings nicht immer freiwillig.
Der Berliner Nachbarschaftsgarten Rosa Rose, den es schon seit 2004 gibt, der musste 2009 als ehemals besetzte Fläche geräumt werden, um Platz für den Bau eines Wohnhauses zu machen. Und die legendäre Umzugsparade von Rosa Rose, bei der blumengeschmückte Menschen Gemüsepflanzen, Büsche und Obstbäume auf Lastenfahrrädern durch Berlin transportierten und dann auf Asylbeete der vernetzten Berliner Gartenszene brachten. Das war eben kein unspektakulärer Rückzug. Vielmehr wurde der Pflanzentransport zur Inszenierung, zum großen Auftritt gewendet, wie meine Kollegin Karin Werner in ihrem Aufsatz in dem Buch Urban Gardening eindrucksvoll beschreibt. Nicht zuletzt dieser performative Akt zeigt, wie stark die Anleihen der neuen Gartenbewegung aus der Aktionskunst sind. Die Gartenprojekte entstehen als Hybridräume, die keinem Kanon folgen. Die Akteure mixen unbekümmert großstädtische mit ländlichen Ästhetiken. Selten fehlt der fast schon ikonografische Reissack, wird im Moment aber auch in Frage gestellt, weil aus Plastik. Oder mit Hamburger Lokalkolorit der Kaffeesack als Sofaelement. Das Sofa als Ort der Entspannung und Entschleunigung erfährt hier nur bedingt seine Neuinterpretation. Das Tempo in funktional ausdifferenzierten, digital gesteuerten, hochtechnisierten Gesellschaften nimmt hier bekanntlich permanent zu. Beschleunigungsgesellschaft ist derzeit eine der treffendsten Zeitdiagnosen. Der Soziologe Hartmut Rosa sieht die Gegenwartsgesellschaft durch eine unabschließbare Steigerungslogik gekennzeichnet. Sie generiert nicht nur ökologische, sondern auch soziale und psychische Folgeschäden. Rosa spricht von fehlender Resonanz. Die Beschleunigung unseres Lebens führe zur Entfremdung und nur noch instrumentellen Formen der Interaktion und damit zu einem Verstummen der Welt. Er sagt in einem Interview in der Taz, wer entfremdet ist von der Welt, der erfährt sie als kalt, feindlich oder zumindest gleichgültig. Im Umkehrschluss könnte man sagen, wer sich mit der Welt verbindet und sie selbst gestaltet, ja, man könnte sagen, selber baut und kuratiert, erfährt sie als warm, beweglich und zugewandt. Der Sinn fürs Performative, den die Akteure mitbringen, verbindet sich mit ihrem Willen zur Weltgestaltung. Dies kann man in vielen stadtökologisch motivierten Interventionen im öffentlichen Raum beobachten. Nicht nur beim Urban Gardening, sondern auch hier bei der Schrottregatta im Rahmen des Recycled Creativity Festivals auf der Berliner Spree. Der Aufruf der Initiatoren vom Kulturlabor Trial and Error richtete sich an, Zitat, Recyclerinnen, immer mit großem I, Upcyclerinnen, Bastlerinnen, Bootsbauerinnen und sonst alle. Und bestand darin, aus Müll, Schrott, Junk und Kram ein Wasserfahrzeug zu bauen. Die Ergebnisse wurden schließlich zu Wasser gelassen. Mit Aktivitäten wie der Schrottregatta, mit Repair Days, mit Trash Awareness Walks oder urbanen Müllskulpturen wollen die Initiatoren für Lebenskunst in der Wegwerfgesellschaft sensibilisieren. Für die Commons-Praxis sind immer gemeinschaftliche Aktivitäten, immer Aktivitäten, die auch auf den öffentlichen Raum gerichtet sind, die den öffentlichen Raum als gemeinsam zu nutzenden Raum auch inszenieren, ist die Besetzung und Neugestaltung von Orten und Räumen sowie auch die Infragestellung von Besitzzuschreibungen und Einhegungen ganz zentral. Man nimmt sich was. Die meisten Orte des Do-it-yourself sind zudem konsequent inklusiv. Zwar sind Mittelschichtsprösslinge häufig Gründer der Projekte, sie bleiben aber nicht unter sich, sondern sie wollen nicht zuletzt mittels der pluralen baulichen Settings eine möglichst breite Vielfalt von Menschen ansprechen und auch zusammenbringen. Der Zugang ist frei, es müssen keine Eintrittsgelder entrichtet werden, es gibt auch nirgendwo einen Verzehrzwang. Durch ihre eigenwilligen räumlichen Arrangements wirken sie zudem anziehend auch für die Menschen,
die biografisch vertraut sind mit temporären Architekturen, mit dem Mix aus Urbanität und bäuerlich anmutender materieller Kultur, sowie mit selbstgebauten Behausungen aus der Tradition des Hands-on-Urbanism. Wie zum Beispiel Menschen aus ärmeren Weltgegenden, hier einer Gärtnerin aus dem Neuköllner Schillerkiez, die sich mit Flaschensammeln über Wasser hält und für die ein selbstgebautes Beet im Gemeinschaftsgarten Allmende-Kontor auf dem Tempelhofer Feld zu einem echten Gewinn an Lebensqualität geworden ist. Seite an Seite mit Digital Natives, mit den Vertretern einer neuen urbanen Mittelschicht oder auch prekär lebenden Alt-68ern gestaltet sie einen Ort und kann sich täglich der räumlichen Wirkung vergewissern, die ihre Aktivität als Teil einer großen Aktivität auch im öffentlichen Raum entfaltet. Und das ist auch eine nicht zu unterschätzende Dimension für Demokratisierungsprozesse. Viele der Projekte verstehen sich zudem auch ganz explizit als offene Lern- und Bildungsräume, die von Dilettanten bevölkert werden. Man widmet sich gemeinsam den Dingen und bringt sich gegenseitig etwas bei. Nicht zuletzt wegen all dieser bewusst produzierten Irritationen und Reibungen belegt die DIY-Bewegung und insbesondere in ihrer Variante als Gartenbewegung einen Spitzenplatz in der Aufmerksamkeitsökonomie. Das Themenfeld Gärtnern und Subsistenz, jahrzehntelang belegt mit Knappheitsdiskursen und auch mit dualistischen Modernisierungsvorstellungen. Also entweder machte man noch die Dinge selber wieder heile oder man hat noch selber Gemüse angebaut oder man war schon modern, hatte genügend Geld, um sich das leisten zu können. Und dieses Themenfeld wird im Moment komplett umgebaut. Es wird, man kann auch sagen, relaunched und das Bildarchiv der Moderne wird erweitert, um genau die Versorgungstätigkeiten, die in den letzten Jahrzehnten so überaus schwer belastet waren, mit Vorstellungen von Armut und Rückständigkeit und die ein tristes Dasein auf den Hinterbühnen des Fortschritts fristeten, meist hinter den gestärkten Gardinen der bürgerlichen Haushalte. Und jetzt mit Frischluft und zumindest zuweilen auch neuer Arbeitsteilung unter den Geschlechtern. Die häufig subtile New School des Politischen, die man auch an ironischen Kommentaren ablesen kann, wie dem, dass man Pflanzen auch mal kreativ abhängen lässt oder dass man einen Blümchensexwagen des Gemeinschaftsgartens Allmende-Kontor beim Kreuzberger Christopher Street Day in die Parade schickt, reklamiert immer auch Repräsentanz im öffentlichen Raum. Wir haben es hier mit einer Bewegung zu tun, die sich den Dingen zuwendet, den Dingen, die sie verändern will. Sie rennt nicht an gegen die Verhältnisse als Ganzes. Totgelaufen haben sich die kompakten, massiven Formen des Widerstands, des politischen Widerstands. Man kann sagen, die großen Degen stehen in der Ecke und hier wird mit feinem Besteck hantiert. Und das sieht man eben nicht nur im Urban Gardening, sondern auch in der verwandten Bewegung des Guerilla Knitting, die ebenfalls starke Bezüge zum öffentlichen Raum aufweist und statt mit Pflanzen, mit Wolle und Stoffen agiert. So umhäkeln seit geraumer Zeit die beiden Gründerinnen der Münchner Aktionsgruppe die Rausfrauen, Laternenpfähle, Denkmäler und öffentliche Brunnen. Die beiden Frauen, beide noch unter 30, treten undercover auf. Sie schmücken trostlose Stromkästen mit bunten Deckchen und stellen noch eine Blumenvase drauf. Für die Rausfrauen sind die Dinge veränderbar, im Fluss. Das ist schlicht ihre Erfahrung. Und so harmlos das zunächst klingt. Die Aktivistinnen begehren mit ihren Installationen gegen die öffentlich repräsentierte Ordnung auf. Sie verschaffen sich über ihre Methode der Verstrickung, wie sie es selber nennen, Zugang zu den Kodierungen. Ein bronzener Feldmarschall mit buntem Schal oder ein mit aktuellen Heldensymboliken abgedateter Revolutionsheld kann sich entspannen. Die Interpretationshoheit über seinen Status wird gehackt und damit deprivilegiert und damit demokratisiert. Hier werden jahrhundertealte Statements der militärischen und staatlichen Macht spielerisch unterlaufen, dekonstruiert, von historischem Ballast befreit.
Und dabei drehen die Rausfrauen den Spieß nicht einfach um. Sie wollen nicht die Deutungsmacht an sich reißen. Vielmehr teilen sie ihre Installationen wie diesen in ein Wohnzimmer verwandelten U-Bahn-Waggon. Sie fordern die Passanten auf, weiterzuarbeiten am gemeinschaftlichen Werk, das temporär ist, vergänglich in den Strom des Sozialen aufgeht und auch entfernt werden darf. Der Anspruch, auch an historischen Prozessen mitzustricken und räumliche Wirkung zu entfalten, ist zugleich immer auch eine Botschaft an die Stadtplanung. Mit dieser Politik der Zeichen kuratieren die Aktivistinnen die Stadt ohne Unterlast. Die Strickguerilleras, die es ja überall gibt, wollen die Städte wohnlich machen und stehen ebenso wie die Akteure in den Gemeinschaftsgärten für Teilhabe in einer pluralen Stadtgesellschaft. Und sie stehen für einen freundlichen Umgang miteinander, egal ob sie öffentliche Räume wohnlich gestalten oder Insekten eine nette Unterkunft bauen. An diesem Punkt entspringen neue Wahrheiten und Ethiken, die den Kanon der Moderne überschreiten und diesen massiv in Frage stellen. An seine Stelle treten inkludierende, radikal-demokratische Diskurse. Die Arbeit an neuen universalistischen Normen ist in vollem Gange. Sie schließen Mensch, Tier, Pflanze und Ding ein und bauen das tradierte Verhältnis um. Aus Objekten werden Partner, Commoner, mit denen man innerhalb eines Netzwerks von Interdependenzen verbunden ist. Das Lebensgefühl wird bestimmt durch die Auffassung, dass man Teil ist und teilnimmt. Kooperation ersetzt Hierarchie. Das ist letztlich auch ein künstlerischer Zugang zur Welt. Auch die Documenta 13 setzte 2012 auf urbane Subsistenz und stellte mit ihr das neuzeitliche Weltbild, in der der Mensch sich zur dominierenden Figur im Mensch-Natur-Verhältnis aufgeschwungen hat, zur Disposition. Ausstellungen zeitgenössischer Kunst und hier vor allem natürlich die weltweit wichtigste, die Documenta, sind Seismographen und sie sind zugleich Katalysatoren für gesellschaftlichen Wandel. Und der ist an vielen Orten, auch in diesem Kontext der Kunst und des Theaters, öffentlich sichtbar. In Freiburg entstand letzten Sommer direkt vor dem Stadttheater ein Gemeinschaftsgarten, der von den Kuratoren des Theaters initiiert wurde. Ihr Ziel war es, das altehrwürdige Gebäude mitten im Zentrum der Stadt, das von vielen als eine Art uneinnehmbarer Festung empfunden wird, räumlich zu öffnen, auch für die Teile der Bevölkerung, die aufgrund ihrer habituellen Situierung den Weg ins Theater noch nie gefunden haben. Viele von ihnen werden nun aber durch die Bespielung des Raums einbezogen und haben Teil am Alltag des Ortes. Die Beteiligten sind ziemlich begeistert, was in diesem öffentlichen Raum, der auf unsichtbare Weise durch die Rasenfläche versiegelt war, passiert. Betreten verboten war gestern. Die Grenzen zwischen Kunst, Garten und Theater sowie zwischen Innen und Außen werden fließend. Der Raum wird hybrid und dadurch aneigbar. Die Kulturwissenschaftler Mörtenböck und Mooshammer zeigen in ihrem Buch Occupy, Räume des Protests, dass sich die Occupy-Bewegung primär durch Verräumlichung artikuliert. Sie lesen sie als räumliche Aufführung einer Besetzung und zugleich als Suche nach alternativen Formen des Zusammenlebens im Camp selbst. Die Protestbewegung weist aus meiner Sicht einige signifikante Schnittstellen zur Urban Gardening-Bewegung auf. Zuvorderst zu nennen sind die Metapher des nomadischen Camps vor allen Dingen auch, der Fokus auf Bildung und gemeinsames Lernen, auf Kooperation, auf Selbstversorgung und selber machen, auf das strategische Zusammenspiel von Online und On-Site, wie die beiden Autoren das nennen, aber auch auf die Architektur des Protests als künstlerisches Werk. Eine große Schnittstelle beider Bewegungen liegt darin, Raum in Anspruch zu nehmen und dort produktive Orte zu bauen. Angesichts der vielen neuen Formen der politischen Intervention stellt sich die Frage, was macht dann eigentlich derweil die Berufspolitik? Noch ist nicht entschieden, welche Wege die Städte in Zukunft beschreiten werden.
wird man weiterhin kommunales Eigentum vermarkten, wie zum Beispiel der Berliner senatseigene Liegenschaftsfonds, der jahrelang offensiv Schulen, Schwimmbäder, Gärtnereien oder Krankenhausareale zum Kauf anbot, in der Hoffnung, dass zum Beispiel die Investoren einer neuen Shopping Mall die finanziellen Probleme der Kommunen lösen? Oder entscheidet man sich für eine grüne Stadt für alle? Der einflussreiche Sozialgeograf David Harvey prognostiziert in seinem Buch Rebellische Städte, dass die kommenden sozialen Kämpfe urbane Kämpfe sein werden. Was er damit meint, es stehen nicht mehr die Klassenkämpfe im Fokus, die in der Fabrik stattfinden, sondern zunehmend wird es einerseits um Bürgerrechte und andererseits um Kämpfe rund um den Wohnort in der Nachbarschaft gehen. Auch der amerikanische Stadtforscher Mike Davis weiß um die Bedeutung eines zivilgesellschaftlich geprägten und gestalteten öffentlichen Raums. Anlässlich der Verleihung des Münchner Universitätspreises sagte er bereits 2008 an der Münchner Universität, die Grundlage für eine umweltfreundliche Stadt liegt nicht unbedingt in einem besonders umweltfreundlichen Städtebau oder neuartigen Technologien, sondern viel eher darin, dem Gemeinwohl eine Priorität gegenüber dem Privateigentum einzuräumen. Ein kürzlich erschienenes Manifest mit dem Namen »Die Stadt ist unser Garten« verweist darauf, dass urbane Gärten Teil einer demokratischen Stadt sind. Ihre Bedeutung wächst und ihre Zahl steigt kontinuierlich an. Gleichwohl ist ihr rechtlicher Status nach wie vor prekär und ihr Fortbestand häufig nicht gesichert. In vielen Kommunen zählt lediglich der monetäre Wert der Fläche, nicht aber deren Bedeutung für den Stadtraum und die Stadtgesellschaft. Das Manifest ruft Politik und Stadtplanung auf, die Bedeutung von Gemeinschaftsgärten und übrigens auch der Kleingartenanlagen, die in wachsenden Städten ja derzeit auch überbaut werden, anzuerkennen, ihre Position zu stärken, sie ins Bau- und Planungsrecht zu integrieren und einen Paradigmenwechsel hin zu einer gartengerechten Stadt einzuleiten. Wörtlich heißt es im Manifest, so wie in der autogerechten Stadt alle das Recht auf einen Parkplatz hatten, sollte in der gartengerechten Stadt allen ein fußläufiger Zugang zur Stadtnatur garantiert werden. Ja, ich komme jetzt mal erstmal zum Schluss. Wer jetzt noch mehr erfahren möchte, diskutieren möchte, der oder dem seien diese beiden Bücher aus unserer Forschungsarbeit empfohlen. Stadt der Kommunisten ist leider schon out of print, aber als freier Download erhältlich auf der Seite vom Transkript Verlag. Das andere Buch, irgendwo liegen, glaube ich, auch Flyer aus. Jetzt danke ich erstmal soweit für die Aufmerksamkeit. Und wer das Manifest, Die Stadt ist unser Garten, als kleinen Film für 5 Minuten gleich kurz angucken will, einfach Bescheid sagen. Vielen Dank.